Diesmal haben wir eine sehr, sehr einfache Aufgabe. Gleiche Matrizen wie im letzten Rechenbeispiel, allerdings vertauschte Reihenfolge. Warum ist das Beispiel einfach? Weil ich rechne normalerweise Zeile mal Spalte. In dieser Zeile habe ich aber drei Einträge, in der Spalte nur zwei. Es geht also gar nicht auf. Ich könnte die 0 mit der 1 verrechnen, die 3 mit der 3 und die 2 würde übrig bleiben. Das heißt, diese Matrizenmultiplikation ist nicht möglich. Fertig.